So, dann ist jetzt nochmal die große Frage, was machen wir jetzt? Also wie schon gesagt, Aufgabe 155 habe ich am Mittwoch schon mal recht ausführlich gerechnet, weswegen ich jetzt nicht überbordende Ambitionen habe, das nochmal alles zu rechnen und zu diskutieren, weil das eben schon passiert ist. Deswegen war jetzt der Vorschlag Aufgabe 158, richtig? Okay. So, dann muss mir mal jemand die Aufgabe einflüstern und sagen, um was es da so geht. Auf jeden Fall geht es um Reihenschwingkreis, richtig? Ja, dann erzählt mal. Was ist gegeben, was ist gesucht, was soll man machen, was ist die Aufgabe? Soll ich das vorlesen? Ja. Über den Kondensator eines Reihenschwingkreises, der an der Spannung Genau, also ich zeichne erstmal einen Reihenschwingkreis mit einem Widerstand, einem Kondensator oder vielleicht zeichne ich erstmal die Spule, weil ja jetzt über dem Kondensator irgendwas gegeben ist. Also R, L und C. So, über dem Kondensator eines Reihenschwingkreises soll was passieren? Lies mal einfach nochmal. So, also wir haben einen Reihenschwingkreis, der ist gespeist von einer Spannungsquelle, die hat 230 Volt und 50 Hertz. Was können wir uns unter dieser Spannungsquelle vorstellen? Wo hat man 50 Hertz und 230 Volt? Normale Steckdose. Ja, so normale Steckdose, das ist unsere normale Steckdose und das heißt hier die 230 Volt, das ist natürlich dann der Effektivwert. Also eigentlich ist die Spannung als Spitzenwert ja noch Wurzel zweimal so groß, aber das ist jetzt nur der Effektivwert. So, und jetzt soll man über diesem Kondensator hier, über dem C, soll man 15 Kilovolt bekommen als Spannung, richtig? C sind 15 Kilovolt und steht zu diesen 15 Kilovolt jetzt noch irgendwas in der Aufgabe? Nee, würden wir jetzt sagen, dass das auch der Effektivwert ist wahrscheinlich. Ja, UC ist 15 Kilovolt, okay. So. Und steht noch ein bisschen mehr? Ja. Die Resonanzfrequenz, der Schwingungskreis stimmt mit der Netzfrequenz überein. Genau. Der Strom soll bei der Kurzschluss der Kapazität 1 Ampere betragen. Okay. So, also das hier, die 50 Hertz, das soll auch gleichzeitig die Resonanzfrequenz sein. Und dann ist noch als Bedingung gegeben, vielleicht zeichne ich das auch nochmal hin, also wenn man jetzt den Kondensator kurz schließt, dann sollen in dem Schwingkreis, soll dann 1 Ampere fließen, richtig? So, also ich das jetzt nochmal einfach zeichne, die Quelle, der Widerstand, die Induktivität und jetzt ist der Kondensator kurzgeschlossen durch einen Kurzschluss ersetzt. Ja, das ist genau das gleiche UN hier wie vorher. Und das, der gleiche Widerstand und die gleiche Induktivität, dann sollen hier 1 Ampere fließen. So, und was jetzt gesucht, was soll man ausrechnen? Der Teil lautet, man berechne den Widerstand R, die Induktivität L und die Kapazität C. Also R, L und C. Ja, also B wäre der Strom wahrscheinlich auch bei Resonanz, richtig? Ja, im Resonanzkreis. Genau, also hier diesen Strom. Und der Teil C lautet, auf welchen Wert sind die Spannung an der Kapazität bei einer Verstimmung von 2%? Okay, UC bei einer Verstimmung von 2%. Alles klar. So, naja, dann arbeiten wir uns da so langsam durch und fangen wir irgendwie mit Teil A an und überlegen uns jetzt, naja, wenn wir R, L und C berechnen wollen,
irgendwie aus dem, was jetzt hier drüben gegeben ist, brauchen wir irgendwie ein paar Formeln. So, was fallen uns zum Rheinschwingkreis so für Formeln ein, die man da jetzt irgendwie nutzen könnte, anwenden könnte, die man da mit drauf packen, werfen kann auf das Problem? Da gibt es schon mal eine Idee. Die Formel für die Resonanzfrequenz. Genau, das ist 1 durch 2 Pi mal die Wurzel von L mal C. Das ist die Resonanzfrequenz, das sind diese 50 Hertz. Vielleicht habe ich das hier auch ungünstig geschrieben, aber ist egal, ich lasse das jetzt so. Ne? Also die 50 Hertz sind die Resonanzfrequenz und die Resonanzfrequenz hängt ab von der Induktivität und von der Kapazität. Okay, haben wir schon mal eine Formel. Unser grundlegendes Grundlagenwissen in Mathematik sollte uns sagen, wenn wir drei Werte ausrechnen wollen, bräuchten wir irgendwie drei Formeln. Ja, Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten kann funktionieren, muss aber nicht. Aber irgendwie drei Werte aus zwei Formeln ausrechnen wird nicht funktionieren. Aber Formel Nummer 1 haben wir schon mal. Dann gibt es noch eine Idee. Für die Resonanzüberhöhung mit UC durch UN ist gleich 1 durch R mal die Wurzel L durch C. Genau, also wir können sagen, diese Resonanzüberhöhung, schreibe ich die mal hin hier, Resonanzüberhöhung und das ist auch gleichzeitig Schrägstrich sowas wie die Güte. Resonanzüberhöhung würde man mit einem Rho hinschreiben, die Güte würde man mit einem Q hinschreiben und für die gilt als Formel 1 durch R mal Wurzel L durch C. Kann man sich auch so ein bisschen überlegen, warum die Formel so ist. Also Güte ist ja sowas wie das Verhältnis von der in dem Schwingkreis gespeicherten Energie durch die Energie, die in jedem Zyklus verloren geht beim Umladen. So, und wo ist hier Energie gespeichert? Im Kondensator und in der Induktivität. Und zwar gleich, also in Resonanz gleich viel, weil die dann immer hin und her pendelt und hin und her schwingt. So, und Energie in der Induktivität kann man wie ausrechnen? Genau, I Quadrat mal L halbe oder L halbe mal I Quadrat. Ja, also da steckt irgendwie das L drin. Das ist Energie, die hier gespeichert ist. Wie kann ich Verlustleistung in dem Widerstand ausrechnen? Genau, auch I Quadrat mal R. Ja, und dann komme ich, wenn ich mache jetzt mal hier irgendwie so eine kleine Nebenbetrachtung, also wenn ich Q sage, ne, das soll sowas wie sein wie die Energie, die gespeichert ist, geteilt durch die Energie, also das S soll mal für Speicher sein, geteilt durch die Energie, die Verluste sind, die verloren geht. Ja, dann haben wir gesagt, okay, Energie, die gespeichert ist, ist jetzt ja im Prinzip egal, ob ich das mit der Energie in der Induktivität mache oder mit der Energie, die in der Kapazität gespeichert ist. Ich nehme jetzt mal die von der Induktivität, dann kommt da raus 1 halb oder L halbe mal I Quadrat. So, und da muss man aber sich überlegen, der Strom, der hier steht, ist das jetzt ein Spitzenwert oder ist das ein Effektivwert? Nee, das ist der Spitzenwert. Ja, das ist der Maximalwert vom Strom, den man hat. Also das ist eigentlich ein Spitzenwert. So, und hier unten haben wir gesagt, das ist die Energie, die verloren geht pro Zyklus. So, und wie kriege ich Energie aus einer Leistung raus? P durch U würde einen Strom ergeben. Aber sozusagen, wie hängen Energie und Leistung zusammen? Genau, Energie pro Zeit ist Leistung. Leistung mal Zeit ergibt Energie. Also hier unten kann ich schreiben P mal sozusagen groß T als Periodendauer der Schwingung. Ja. So, und die Leistung, also die Verlustleistung, haben wir gerade gesagt, ist I Quadrat mal R.
So, also für diese Verlustleistung hier kann ich auch i Quadrat mal r schreiben. So, und das ist jetzt aber was für ein Strom hier an der Stelle? Nee, das ist Effektivwert. Das ist der Effektivwert. So, und der Spitzenwert? Der Spitzenwert ist, wie hängt der Spitzenwert mit dem Effektivwert zusammen? Bei sinusförmigen Größen? Genau, also der Spitzenwert ist Wurzel zweimal so groß wie der Effektivwert. Ja, also ich kann für den Spitzenwert hier oben das Quadrat macht aus der Wurzel 2 eine 2 und die 2 kürzt sich genau mit der 2 hier vorn weg. Ja, also ich kann, mach das hier wieder weg, mach das Quadrat, nee, das Quadrat bleibt da, aber ich mache den, das Dach drüber weg und mache die 2 weg. So, dann steht da nur noch L durch R. So, jetzt kann man auf jeden Fall schon mal den Strom kürzen. Und naja, jetzt müssen wir noch irgendwie aus der Periodendauer. Periodendauer ist ja sowas wie 1 durch die Frequenz. Und Frequenz kann ich auch schreiben als, ja, ich überlege gerade, warte mal, ob das mit dem T richtig ist. Ich glaube, das T ist nicht so gut. Ich glaube, eigentlich definiert man das eher so und schreibt hier oben direkt ein Omega hin. Also Omega mal die gespeicherte Energie sozusagen durch die Verlustleistung. So funktioniert das besser. Also das mit dem T hilft uns, glaube ich, an der Stelle nicht. Das ist nicht so die richtige Definition. Aber es geht mir ja nur darum, hier zu zeigen, irgendwie, warum steht da 1 durch R, warum steht da das L im Zähler und das C im Nenner. Wenn wir jetzt für das Omega wieder den Spaß hier vorn einsetzen, also 1 durch Wurzel LC, ja, weil wir sagen, dass wir wollen das bei Resonanzfrequenz haben. Also für das Omega setzen wir ein 1 durch Wurzel LC. Dann steht da L mal 1 durch R mal Wurzel LC. Ja, und dann kann ich das hier auch schreiben als Wurzel L Quadrat, kann L wegkürzen und dann kommt genau die Formel raus, die wir da unten haben. So, da kommt ungefähr so diese Güteformel her. Und jetzt kann man sich eben überlegen, naja, also irgendwie größere Induktivität macht eine größere Güte. Ist schon irgendwie logisch, weil, wir haben gesagt, in der Induktivität wird Energie gespeichert. Wenn ich eine größere Induktivität habe, kann ich auch irgendwie mehr Energie speichern. Das klingt irgendwie einigermaßen logisch, richtig? So. Der Widerstand macht Verluste. Wenn ich einen kleineren Widerstand habe, 1 durch was Kleineres, wird ja was Großes. Ist auch irgendwie logisch. Kleinerer Widerstand macht weniger Verluste, macht eine höhere Güte. Klingt auch soweit logisch, richtig? So. Jetzt ja ein bisschen die provokante Frage dann, die man sich ja an der Stelle stellen kann. Was mit dem Kondensator? Warum steht denn der Kondensator hier im Nenner? Also weil wir jetzt die gleiche Intuition anwenden wie bei der Induktivität. Hier haben wir gesagt, ne, größere Induktivität, können wir mehr Energie drin speichern, macht eine höhere Güte. Das würde man ja landläufig genauso sagen, in einer größeren Kapazität kann ich auch eine größere Energie speichern. Aber trotzdem macht eine größere Kapazität irgendwie kleinere Güte. Warum ist das so? Ja, irgendwie mit der Zeit zum Aufladen hat das nicht so richtig was zu tun. Aber es wäre auf jeden Fall eine Idee, ja. Ja, also weil die Impedanz von der Kapazität ist 1 durch J Omega C. So, das ist auf jeden Fall schon mal eine richtige und wichtige Information. Und wenn wir jetzt mal versuchen, genau das Gleiche wie hier oben zu machen, was ist denn die gespeicherte Energie in der Kapazität?
Ja, so im Prinzip so eine ähnliche Formel wie die, die wir für die Induktivität aufgeschrieben haben. Also bei der Induktivität war gespeicherte Energie L halbe mal I Quadrat und beim Kondensator? Genau, es ist C halbe U Quadrat. Ja, also L und C sind vertauscht. Dualitätsprinzip haben wir nächste Woche in der Vorlesung. Und U und I sind vertauscht. Also, wenn ich jetzt das Gleiche nochmal mache, ich mache mal das hier nochmal weg. Ja, dann steht hier oben eben das schon angesprochene Omega mal C halbe U Quadrat geteilt durch und unsere Verlustleistung in dem, also vielleicht sollte ich das hier nochmal irgendwie so besser hinschreiben, das, was wir jetzt ja rechnen, ist Omega mal die gespeicherte Energie durch die Verlustleistung. Das ist die sozusagen die schönere Formel. Dann ist das hier unten immer noch I Quadrat mal R. Das hier war Spitzenwert oder Effektivwert? Effektivwert. Das ist Spitzenwert oder Effektivwert? Nee, ist immer noch Spitzenwert. Ja. So. Und was für eine Spannung ist das jetzt hier genau? Nee. Nee. Da, welche? Also wenn es geht um die Spannung, die im Kondensator gespeichert ist? Genau, also die Spannung über dem Kondensator. Ja, also das UC. So, und jetzt kann ich natürlich wieder den gleichen Trick machen wie vorher. Ich kann sagen, das UC-Dach ist Wurzel 2 mal UC als Effektivwert. Ne, dann kann ich wieder das Dach, also Wurzel 2 zum Quadrat macht 2, die 2 mit der 2 weggekürzt, ergibt einfach ein C und ich mache hier oben das Dach weg. So, und jetzt konnte ich ja vorher irgendwie einfach Strom gegen Strom kürzen. Geht jetzt leider nicht. Keine gleiche Größe. Aber was kann ich irgendwie machen? Genau, also ich kann ja schreiben, UC ist ZC mal I. Richtig, einfach die Impedanz nehmen von der Kapazität, das da einsetzen. So, dann mache ich das mal. Also ich mache jetzt aus dem UC Quadrat, mache ich jetzt ein, schreibt mal das C hier ein bisschen weiter runter, C mal ZC Quadrat mal I Quadrat. So, dann kann ich auf jeden Fall das I Quadrat schon mal kürzen. Und also hier geht es jetzt nicht um die komplexe Rechnung, hier geht es jetzt wirklich nur um die Beträge. Und deswegen kann ich das J hier wegdrücken. Ich brauche nur 1 durch Omega Quadrat und C Quadrat. Also anstatt ZC Quadrat kann ich jetzt schreiben 1 durch Omega Quadrat C Quadrat. So, den ganzen Spaß. Ja. So. Und dann sieht man, es kürzt sich hier ein Omega und ein C gegen Omega und C Quadrat. Und da bleibt jetzt über 1 durch R Omega C. Und irgendwie ist das jetzt auf einmal schon so, dass das C hier im Nenner steht, dieser Formel. Und wenn ich jetzt für Omega wieder 1 durch Wurzel LC einsetze, also ich mache das Omega weg und schreibe hier oben ein Wurzel LC hin, mach aus dem C vielleicht wieder ein Wurzel C Quadrat. Naja, am Ende mache ich mal so, ne? Also hieraus wieder aus dem C wieder ein Wurzel von C Quadrat. Dann kann ich hier Quadrat und ein C kürzen. Und dann kommt da genau diese Formel raus, die hier auch wieder steht. Also das ist schon so richtig. Ist auf den ersten Blick irgendwie so ein bisschen kontraintuitiv, dass das C hier im Nenner steht. Aber das hängt eben damit zusammen, dass die gespeicherte Energie, also hier hängt die gespeicherte Energie eben auch direkt von dem Strom ab, Stromquadrat. Und Stromquadrat macht hier Verluste. Ja? Und hier hängt die gespeicherte Energie von der Spannung ab. Und die Spannung hat erstmal nicht direkt was mit den Verlusten hier zu tun, sondern Spannung und Strom hängen irgendwie über 1 durch J Omega C zusammen. Ja? Und weil ich hier sozusagen, weil in die Energie U Quadrat reinspielt und das U Quadrat dann eben ja hier also
Ein größerer Kondensator macht zwar im Prinzip größere Energie, aber ein größerer Kondensator macht auch größere Spannung und größere Spannung macht kleineren Strom. Und, also ne, versteht ihr, was ich meine? Und deswegen sieht die Formel so aus, wie sie aussieht. Okay, also deshalb ist die Formel genau so, wie sie da ist. Und jetzt haben wir schon mal zwei Formeln. Also ich kann ja mal Zahlen reinschreiben. Wir haben jetzt eine Formel. Wir haben eine zweite Formel. Uns fehlt noch eine Formel, um drei Größen auszurechnen. Irgendwie brauchen wir noch eine dritte Formel. Noch jemand eine Idee? Ja, also wir könnten hier oben sowas aufschreiben. An der Stelle würde uns das mit Sicherheit schon mal nicht schaden, wenn wir sagen, hier, das ist UN, die Netzspannung oder die Nennspannung, wie auch immer man das nennen will, durch das Z gesamt von dem. Und ich weiß nicht, wenn mich hier nur der Betrag interessiert, dann kann ich das auch ohne den Strich drunter nur mit dem Betrag der Impedanz rechnen. Aber das Problem ist ja, also das UN weiß ich, aber ich weiß ja Z gesamt nicht und ich weiß auch den Strom nicht. Also das ist eine Formel, die wir später mal nutzen können, die uns jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel weiterhilft. Da gibt es noch eine Idee? Genau, also wir haben ja noch hier diese Bedingung hier. Ne? Wenn wir die Kapazität kurzschließen, dann soll da 1 Ampere fließen. Und ich meine, das ist ja im Prinzip hier genau die gleiche Formel, wie schon gemeint. Also hier wissen wir ja, der Strom, I, den kennen wir, der ist 1 Ampere groß und der muss ja auch gleichzeitig sein, UN durch, naja, diese, das Z gesamt, aber ohne das C, ne? Also nur das Z von dem R und L. So, schreibe ich mal hin, Z, R, L. So, und jetzt ist ja die Frage, wie können wir dieses Z, R, L ausrechnen? Genau, also ich schreibe das mal auch direkt irgendwie so hin, UN durch R plus J, Omega, L. Und ich mache jetzt hier mal so Betragsstriche ringsrum, ne? Weil hier soll ja jetzt nur der Betrag rauskommen. Hier haben wir auch nur den Betrag, den Effektivwert, dann setze ich unten auch nur den Betrag ein für die Impedanz. So, und siehe da, das ist jetzt unsere dritte Gleichung. Jetzt haben wir 1, 2, 3 Gleichungen zur Bestimmung von 1, 2, 3 Größen. Jetzt müssen wir nur irgendwie gucken, wie formen wir die geschickt um, wie setzen wir die wie und wo ineinander ein, damit da was Schönes und Sinnvolles bei rauskommt. Können wir nicht IR mit einfach I ersetzen, sondern UN durch Betrag R plus JL gleich UN durch Z gesamt. Also der Strom hier und der Strom hier wird ein anderer Strom sein. Also hier oben werden nicht 1 Ampere fließen. Ja, weil, also hier oben wird potenziell noch mehr Strom fließen, weil hier unten ist es jetzt ja so, hier habe ich die gleiche Frequenz, die gleiche Spannung, die gleiche Frequenz. Hier habe ich den Widerstand und den Einfluss der Induktivität. Und hier oben in diesem Resonanzfall, wenn die 50 Hertz auch die Resonanz sein sollen, dann wird sich ja genau die Impedanz, die ist J Omega L, ne, das ist 1 durch J Omega C, 1 durch J ist minus J, dann heben sich die beiden genau gegenseitig auf. Also hier kompensieren die sich, dann wirkt nur der Widerstand, da fließt mehr Strom, hier oben sollte deutlich mehr Strom fließen, als hier unten, wo wir nur die Induktivität haben, die jetzt den Strom begrenzt. Ne, weil hier kann nicht dieses, hier ist ja, das lädt sich auf, das entlädt sich, das, also hier pendelt Energie hin und her und das passiert hier jetzt nicht. Hier ist nur die Induktivität da, die den Strom zusätzlich begrenzt zu dem Widerstand. Naja, also ich meine, im Grunde können wir jetzt gucken. Also wir haben eine Formel, da kommt irgendwie L und C drin vor. Also hier können wir ein L durch ein C ersetzen oder ein C durch ein L ersetzen. Ist an sich schon mal ganz nett, weil die ist nicht so wahnsinnig kompliziert, die Formel. Ne? Da taucht nur,
diese Wurzel, die kriegen wir mit einem Quadrat weg, kein Problem. So, wenn wir das hier unten nochmal ein bisschen anders aufschreiben, kommt ja hier raus, also wie kann ich denn den Betrag dieser komplexen Zahl hier ausrechnen? Genau, also wie Satz des Pythagoras, ne? Wurzel von dem Realteil zum Quadrat plus den Imaginärteil zum Quadrat. Und das, die Frequenz hier ist natürlich die Resonanzkreisfrequenz. So, also hier habe ich eine Formel, das UN kenne ich, den Strom kenne ich. Hier kann ich R durch L ersetzen. Jetzt könnte ich die Formel nehmen. Also mit der Formel kann ich ein L durch ein C ersetzen zum Beispiel, oder ein C durch ein L. Und mit der Formel kann ich ein R durch ein L ersetzen oder ein L durch ein R. So, und das heißt, also was wir zum Beispiel machen könnten ist, wir können die erste Formel nehmen und ersetzen, also stellen die nach L um, dann können wir das L durch ein C ersetzen. Und wir nehmen die zweite Formel, stellen die nach R um, dann können wir das R auch durch ein L, nee, warte mal, dann können wir das L durch ein, R durch ein L ersetzen, das müssen wir nicht viel, müssen wir die nach C umstellen, ne? Können wir mit der ein C durch ein L ersetzen und mit der können wir ein R durch ein L ersetzen, dann setzen wir das hier ein, dann haben wir nur noch eine Formel, wo ein L drin vorkommt. So ist der Plan. Die erste, die durch die teilen, könnten wir bestimmt auch machen, aber dann wird ja immer noch eine Formel rauskommen mit zwei Unbekannten. Aber rein prinzipiell können wir das machen. Also dann kriegen wir eine Formel raus, wo sich im Idealfall zum Beispiel das L wegkürzt, ne? Und wir ein R durch ein C ersetzen können. Aber das hilft uns, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel weiter, weil, also dann haben wir eine Formel, wo nur noch R und C drin vorkommt, aber wir haben eine zweite Formel, wo nur noch R und L drin vorkommt. So, also, ja, es gibt... Letztendlich gibt es jetzt verschiedene Wege, für irgendeinen muss man sich entscheiden. Ja? Der von mir jetzt vorgeschlagene klang zumindest mir recht plausibel. Deswegen nehme ich mal diese erste Gleichung und stelle die, wie gesagt, nach C um. Weil dann die Idee ist, wir können ein C durch ein L ersetzen. So, also die erste Gleichung nehme ich jetzt erstmal und quadriere die. Dann steht da fr Quadrat ist 1 durch 4 Pi Quadrat und dann eben aus der Wurzel wird einfach ein lc. Ja, und dann kann ich die Gleichung nach c umstellen. Ich hole einfach das c hier hoch und schreibe das fr darunter. Dann wird da draus c ist gleich 1 durch 4 Pi Quadrat l mal fr Quadrat. So, gleiche Formel nach c umgestellt. Jetzt machen wir das genauso mit der dritten Formel und stellen die eben nach r um. So, jetzt mache ich auch wieder genau den gleichen Trick, um diese Wurzel wegzubekommen, quadriere ich. Dann steht hier drüben i Quadrat. Ja, also auf der Seite steht i Quadrat. Und hier steht un Quadrat geteilt durch r Quadrat plus Omega Quadrat l Quadrat. So schreibe ich das jetzt mal. Und jetzt wieder der entscheidende Trick und wichtige Punkt, auf den ich nicht, ich komme nicht zu deiner Frage, auf den ich immer hinweise. Wenn man jetzt sowas schreibt mit l und c und so, ist total wichtig, am Ende einer längeren Herleitung noch unterscheiden zu können zwischen was war mal ein c und was war mal ein l. Ja, also wenn man eine etwas unsaubere Schrift hat, dann sollte man das, es gibt einige Lachen, ich lache dann zurück am Ende der Klausur, wenn irgendjemand an seiner eigenen Schrift gescheitert ist und L nicht mehr, also das L immer schön eckig schreiben, das C einigermaßen rund, dann kann man das gut unterscheiden, dann weiß man auch, was war mal ein L, was war mal ein C. Ja, also es klingt basal und so, aber es sind schon wirklich Leute dran gescheitert. So, jetzt gab es einen Hinweis, auch eine Frage, eine Idee. Nee, weil wir ja den Betrag nehmen. Und Betrag der komplexen Zahl ist, wir nehmen den Realteil zum Quadrat, wir nehmen den Imaginärteil zum Quadrat und das J gehört nicht zum Imaginärteil. Ne? Die komplexe Zahl ist Realteil plus J mal Imaginärteil. Der Imaginärteil an sich ist auch nur eine rein reelle Zahl. Und ich meine, der Betrag ist ja am Ende was, das muss ja immer positiv sein oder kann nicht was Negatives unter der Wurzel erscheinen. Also das hat schon seine Richtigkeit. Ne? Ist jetzt, also
Das sind hier Betragsstriche. Es ist nicht, dass wir irgendwie die Zahl quadriert haben oder sowas. Oder mit dem Konjugiert-Komplexen erweitert. Das soll wirklich mein Betrag dieser komplexen Zahl. Und Betrag ist Realquadrat, Imaginärteil zum Quadrat. So, jetzt wollten wir das hier nach dem R umstellen. Das heißt, eigentlich ist es schlau, erstmal das hier hoch, das hier runter zu multiplizieren. Dann steht da R² plus Omega² L² ist gleich UN² durch I². Und jetzt kann ich natürlich den Teil hier einfach noch auf die andere Seite rüberschreiben. Ne? Also ich kann ihn hier wegstreichen und schreibe hier drüben hin minus Omega² L². Und jetzt will ich mal einmal nur kurz gucken, ob man das jetzt noch auf dem Bild sehen kann oder ob ich hier noch, ja, also viel weiter darf ich nicht schreiben. Aber das sieht noch ganz gut aus. So, und wenn ich jetzt das reine R haben will, da mache ich hier das Quadrat weg und schreibe von dem Teil hier die Wurzel hin. Ja. Weil wird das nicht sein, so einfach UN durch I minus Summe L, wenn die Wurzel Quadrat weglassen. Wir können nicht einfach die Quadrate hier alle weglassen, weil das ja eine Summe ist an der Stelle. Ja, also ich habe ja nicht nur ein Produkt, sondern ich habe irgendwas minus irgendwas und dann ist eben ja, also könnte man sich jetzt mit irgendwas mit einfachen Zahlen hinschreiben, dass das so nicht funktioniert. So, naja, ich meine, wenn man jetzt hier so drauf schaut, also wir können das C durch ein L ersetzen, das sieht ja noch irgendwie ganz nett aus. Das hier sieht schon tatsächlich ein bisschen hässlich aus, weil hier diese Wurzel drin auftaucht oder in dieser Wurzel diese Summe auftaucht oder diese Differenz. Naja, ob uns das so viel weiterhilft, sei mal dahingestellt, wenn wir das jetzt hier einsetzen, aber wir probieren es mal. Also wir nehmen jetzt genau diese beiden Sachen und ja, setzen das jetzt wieder ein in die Gleichung 2. Achso, und Gleichung 2, also uns fehlt ja noch ein Wert für das Q und für das Rho. Wie groß ist denn die Güte? Also es ist ja nett, dass wir eine Formel haben, weil R und C drin auftauchen, aber wir müssen natürlich eigentlich noch wissen, wie groß das Q ist. Genau, das ergibt sich aus unserem Rho, aus der Resonanzüberhöhung. Also um wie viel größer ist die Spannung an der Kapazität und oder Induktivität bezogen auf die Nennspannung? Also hier steht das UC durch UN und das sind eben diese 15 Kilovolt geteilt durch 230 Volt. So, und tja, jetzt können wir es trotzdem versuchen, also das und das hier in diese Formel hier einzusetzen. Und damit mache ich mal irgendwie hier weiter und schreibe mal hin. Also Q wäre dann so. Und für 1 durch R, da sieht man schon, boah, ob das jetzt so funktioniert, ob das jetzt so toll wird, ich weiß nicht. Also ich habe kein gutes Gefühl dabei, wie man so schön sagt. Vielleicht gucken wir uns das kurz an und stellen fest, das ist nicht toll. Wir probieren nochmal was anderes. Also UN durch IN, I² minus Omega² L². So, also das ist R. Jetzt habe ich hier den Teil für R eingesetzt. So, dann kommt mal eine Wurzel. Und in der Wurzel steht ja drin L durch C. Und L schreibe ich jetzt einfach ab. Und für C schreibe ich jetzt das hier ab. Und dann stelle ich fest, eigentlich brauche ich den Bruchstrich gar nicht, weil durch C hebt ja dann den Bruch wieder auf. Also steht hier L mal genau das, was hier steht. 4π² nochmal ein L und ein fr². Naja, und dann sieht man so, ganz so schlimm ist das vielleicht nicht. Das löst sich jetzt alles so ein ganz bisschen in Wohlgefallen auf. Ja, weil zumindest hier an der Stelle kann ich ja jetzt ein L weg tun.
Schuhen und ein L-Quadrat schreiben und die 4 kann ich auch wieder als Quadrat schreiben. Ja, und jetzt funktioniert das, was vorhin mal vorgeschlagen wurde. Also ich habe hier ein Quadrat, ein Quadrat, ein Quadrat, ein Quadrat und so weiter. Jetzt kann ich die Wurzel wegmachen und diese ganzen Quadrate wegmachen und könnte jetzt den Teil, der hier übrig geblieben ist, den schreibe ich jetzt wieder hier drüber hin, um das mal so ein bisschen hübscher zu machen. Also 2 mal Pi mal L mal FR. So. Naja, und dann sieht das ja gar nicht so schlecht aus, könnte man sagen, weil ich habe jetzt eine Formel, also das Q kenne ich, Resonanzfrequenz kenne ich, die Spannung kenne ich, den Strom kenne ich. Das Omega R hier kenne ich auch. Und die einzige unbekannte Größe ist das L. Aber das L habe ich jetzt dummerweise einmal hier oben zu stehen und einmal hier zu stehen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir, also kriegen wir das jetzt noch nach L aufgelöst? Wer ist da guter Hoffnung? Ich sehe eine Person mit dem Kopf schütteln, ich sehe eine Person nicken. Ist möglich, was machen wir? Ich würde erstmal quadrieren. Erstmal quadrieren und? Und den Bruch irgendwie hoch. Ne? Also wenn man die gesuchte Größe wie das L irgendwo im Nenner hat, ist es immer keine schlechte Idee, mit dem Nenner zu multiplizieren, um die gesuchte Größe irgendwie aus dem Nenner rauszubekommen. So, also machen wir das mal. Wir nehmen sozusagen den ganzen Spaß zum Quadrat und wir rechnen mal wir rechnen erstmal die Wurzel und dann machen wir es dann zum Quadrat irgendwie so in der Art. Also ich mache mal hier nochmal Punkt, Punkt, Punkt sozusagen den ursprünglichen Wurzelterm. So, wir tauschen diese beiden Seiten über Kreuz. Ja? So ist die Idee. Also die beiden Seiten über Kreuz tauschen und quadrieren. Also fliegt auf jeden Fall die Wurzel weg. Dann steht da un Quadrat durch i Quadrat minus Omega r Quadrat l Quadrat. Das ist das, was auf der Seite überbleibt. Auf der anderen Seite nehmen wir das jetzt wieder, quadrieren das wieder alles. Also dann wird da wieder draus 4 Pi Quadrat l Quadrat fr Quadrat geteilt durch q Quadrat. So, und dann sieht das eigentlich schon gar nicht mehr so schlimm aus, ne? Weil jetzt haben wir hier irgendwas mit L-Quadrat, wir haben hier irgendwas mit L-Quadrat, jetzt müssen wir das nur noch auf die andere Seite rüberholen, also plus Omega R-Quadrat L-Quadrat schreiben. Hier drüben streiche ich das weg und jetzt müssten wir hier im Prinzip das einmal ausklammern, richtig? Also kommt hier raus L-Quadrat mal so 4 Pi Quadrat FR Quadrat durch Q Quadrat plus Omega R Quadrat. Und hier drüben steht immer noch UN durch I. So, und wenn man jetzt mal hier so ein bisschen scharf auf diesen Term hier drauf schaut, 4 Pi Quadrat FR Quadrat, also den hatten wir ja hier im Prinzip auch schon und naja, weiß nicht, hier eigentlich, hier auch schon an der Stelle. 2 mal Pi mal F ist Omega, kann ich auch schreiben als Omega. Ja? Also ich kann auch den Teil hier weg, oder vielleicht mache ich es mal in einer anderen Farbe, dass es ein bisschen schöner noch bleibt. Also wenn ich das hier wegstreiche, kann ich dafür auch ein Omega R hinschreiben. Und genauso könnte ich natürlich auch das hier und das hier und das hier wegstreichen und dafür auch ein Omega R Quadrat hinschreiben. Genauso kann ich auch das hier wegstreichen und dafür ein Omega R Quadrat schreiben. So, und dann stellt man fest, ist ja eigentlich fast noch schöner, weil jetzt habe ich hier Omega R Quadrat und Omega R Quadrat und hier habe ich einfach ein 1 durch Q Quadrat. Also ich könnte, wenn ich jetzt wollte, das Omega R Quadrat auch noch ausklammern. Ja, also das kann ich vielleicht noch im nächsten Schritt machen oder ich mache das jetzt mal hier so angedeutet, indem ich sage, naja, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch, ich glaube, jetzt schreibe ich langsam über meinen sichtbaren Bereich hinaus, das sollte ich lieber nicht tun. Ich schreibe es mal drüber, ne? Also wir könnten jetzt eben daraus machen, ist gleich L Quadrat Omega R Quadrat und
in der Klammer bleibt dann eben über ein 1 durch q Quadrat plus 1. So, und das kann ich jetzt natürlich nach dem L umstellen, indem ich durch das Omega R teile und nämlich durch diese Wurzel, durch diese Klammer da teile, und dann kann ich am Ende von dem ganzen Dings wieder die Wurzel ziehen. Also sollte da so viel rauskommen wie, ich schreibe erstmal auf mit dem L Quadrat. L Quadrat ist UN Quadrat durch I Quadrat durch Omega R Quadrat und durch diese Wurzel, durch diese Klammer. Also durch 1 durch Q Quadrat plus 1. So, und jetzt will ich nicht das L Quadrat haben, sondern das L. Und das heißt, ich kann hier überall die Exponenten wegmachen, die Zweien. Und statt der Klammer hier schreibe ich um diesen Ausdruck einfach eine Wurzel ringsrum. Und eigentlich ist das jetzt ganz schicki, ne? Also Spannung kennen wir, Strom kennen wir, Preisfrequenz, Resonanzkreisfrequenz kennen wir, Güte kennen wir, können wir das alles einsetzen, können das irgendwie ausrechnen. Und bevor wir das jetzt machen, oder irgendjemand kann das ja schon mal machen, ich setze das auch gleich mal ein. Ich setze das mal ein und dann können wir, also ja, bevor ich jetzt Aufwand reinstecken würde, das auszurechnen, würde ich erstmal eine Einheitenprobe machen. Aber wir können es ja mal aufschreiben. Also UN sind 230 Volt. Der Strom ist 1 Ampere. Die Resonanzkreisfrequenz, können wir wieder hier hinten sagen, ne, sind, oder sozusagen hier die Formel hier anwenden, 2 mal Pi mal 50 Hertz. Und Hertz sind 1 durch Sekunde. Kann ich eine Sekunde über den Bruchstrich schreiben. Und hier haben wir dann immer noch diese Wurzel von 1 durch Q Quadrat. Plus 1. So, und das Q müssen wir mal hier einen Zahlenwert ausrechnen. Also die 230 passt ungefähr 4 mal in 1000 rein. Jetzt haben wir nicht nur 1000, sondern 15.000 Volt. Also 4 mal 15 macht 20 und noch ein bisschen mehr. 4 mal 15 macht 60 und noch ein bisschen mehr. Also hier müsste irgendwas mit ein paar 60 rauskommen. Hat das mal jemand ausgerechnet? 65. So. Ja, also hier steht dann 1 durch 65 zum Quadrat plus 1. Naja, und ich meine, da kann man sich wahrscheinlich schon überlegen, also 65 zum Quadrat ist ziemlich viel. Ich überlege gerade, was ist 50 zum, also es müssten ja irgendwie 3600 irgendwas, knapp 4000 oder sowas sein, ne? Und ich meine, ein Viertausendstel plus 1, wahrscheinlich kann man den Teil hier ganz gut wegstreichen und einfach vernachlässigen und einfach Wurzel 1 hinschreiben. Ja, und Wurzel 1 sind 1. Und dann haben wir eben 230 Volt durch die 1 Ampere. Und die 50 Hertz macht 1 durch Sekunde. So, dann bleibt es 1 über Volt Sekunde pro Ampere. Ist das gut? Ist das schlecht? Was sollte für eine Einheit rauskommen? Wenn wir eine Induktivität ausrechnen wollen, sollte was rauskommen? Henry. Und Henry kann man auch schreiben als Voltsekunde durch Ampere. Das heißt, dass, das passt schon mal. Ne? Das ist schon mal ziemlich gut. Und ich würde jetzt die einfach weglassen. Also 230, 2 mal Pi mal 50, also 2 mal 50 sind 100 mal Pi, macht 314, 230 durch 314, keine Ahnung, macht 0,8 oder sowas. Hat das mal jemand ausgerechnet? 0,732 Henry. Und das ist natürlich eine ziemlich große Induktivität. Also da muss man ziemlich viel Draht aufwickeln und auf einen ziemlich großen Eisenkern
machen, damit das funktioniert. Also damit man auf 0,73 bei Henry kommt. So ganz praktikabel wird das am Ende nicht sein. Aber okay, das kommt raus. Und also wahrscheinlich, ja, hätte man mit so ein ganz bisschen Sachverstand vorher schon sagen können, dass, wenn man jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkt, ne, also das soll jetzt hier super krass in Resonanz sein bei dieser Frequenz mit irgendwie einer Güte von 65. Ja? Das heißt, die Spannung hier, die ist 65 mal größer als die Spannung. Und die Spannung ist auch 65 mal größer als die Spannung, aber die ist genau sozusagen plus 90 Grad, die ist genau minus 90 Grad, die heben sich genau gegenseitig auf in dem Resonanzfall. Und das heißt, hier sind jetzt über dem Widerstand dann auch im Resonanzfall auch genau diese Spannung, genau die 230 Volt. Also hier haben wir 230 Volt, hier haben wir 15 Kilovolt sozusagen plus J, hier haben wir 15 Kilovolt mal minus J. Die heben sich gegenseitig auf. Die gesamte Quellspannung, wenn man so will, fällt über dem Widerstand ab. So, und ich meine, hier unten ist es jetzt so ein bisschen anders, ja, aber es ist ja die gleiche Frequenz und es ist die gleiche Quelle. Jetzt wird hier nicht die gesamte Quellspannung hier über den Widerstand abfallen, weil bleibt ja nichts mehr über für die Induktivität hier. Aber die, weil sich ja nichts an der Frequenz und so geändert hat, die Spannung hier wird einfach immer noch 65 mal so groß sein wie die Spannung hier. Oder der Blindanteil hier wird eben 65 mal so groß sein wie der Anteil von dem Widerstand. Also hier hätte man jetzt mit so ein bisschen elektrotechnischem Sachverstand draufschauen können und sagen können, so wie die Werte so sind, wir können das ja gleich nochmal ausrechnen, ne, ist der Anteil hier 65 mal so groß wie dieser hier. Das heißt, wir schmeißen das R einfach weg. Weil das hier einfach viel größer ist. Ja, so. Und wenn wir das jetzt mal so machen, also wir sagen, das R hier, das drücken wir jetzt ins Skat, weil das so viel kleiner ist als das hier, ne, dann kommt ja eine total einfache Gleichung raus. Also dann kann ich nämlich hier wieder die Wurzel wegmachen und das Quadrat wegmachen und dann habe ich direkt eine Formel, wo einfach nur ein L drin vorkommt, was ich ausrechnen kann. Und wenn ich jetzt mal die Formel nach dem L umstelle, das L hier rüberhole und den Strom da runterziehe, ne, dann würde ja hier rauskommen, L ist UN durch I mal Omega R. So, und wenn man mal guckt, das ist ja genau das gleiche, was wir jetzt hier gerechnet haben. U durch I mal Omega R, weil aus dieser ganzen Wurzel hinten wurde ja einfach eine 1. So, und das ist natürlich viel einfacher, weil jetzt haben wir, also dieser ganze Teil hier, ja, alles, was wir drüben gemacht haben, ist mathematisch sehr schön. Keine Frage. Ja. Wunderbare Umstellung und Herleitung und Einsetzung und so. War im Prinzip komplett vor dem Garten, weil wir festgestellt haben, also super komplizierter Term, oder das ist nicht super komplizierter Term, aber kompliziert, kompliziert, kompliziert. Am Ende vereinfacht sich das. Ja, also diese ganze Wurzel löst sich irgendwie in Wohlgefallen auf und man endet bei einer super einfachen Formel. Und auf diese super einfache Formel wäre man auch einfach direkt aus der ersten Gleichung oder aus einer der drei Gleichungen gekommen. Also in einer der drei Gleichungen stecken zwar zwei Unbekannte drin, aber die eine Unbekannte, nämlich das R, hat gegenüber der anderen hier kaum Einfluss, sodass ich einfach rausstreichen kann. Dann macht mir Gleichung 3 eine Gleichung mit einer Unbekannten. Da kann ich das L ausrechnen. Und wenn ich das L habe, kann ich das L hier einsetzen, kann das C ausrechnen. Das können wir jetzt immer noch machen. Also machen wir jetzt hier oben. Ne? Das hätten wir trotzdem irgendwie machen müssen. Das so nach dem C umstellen. Ich setze das L ein, rechne das C aus. Und jetzt habe ich das L und das C und dann nehme ich die Gleichung und stelle die nach dem R um. Das haben wir noch nicht gemacht. Ne? Aber ich meine, dann kriege ich das R da raus. So, und das ist jetzt genau das, was wir jetzt noch machen können. Also hier oben steht dann 1 durch
Omega R Quadrat L. Ja, weil das ist ja auch wieder Omega R Quadrat. So, und dann kann man das einsetzen. Und dann muss ein Wert für den Widerstand, für die Kapazität rauskommen. Also ich mache mal mit einer anderen Farbe, irgendwer kann das mal rechnen. Ich mache mal hier sozusagen so Punkt, Punkt, Punkt in Orange und mache mal hier Punkt, Punkt, Punkt weiter. C ist gleich 1 durch wieder 4 Pi Quadrat 50 Quadrat durch Sekunde zum Quadrat und das L waren 0,732 Henry. Henry waren Volt Sekunden pro Ampere. So, dann sieht man, kürzlich ein Sekunde Quadrat gegen Sekunde. Es bleiben Ampere Sekunden pro Volt über. Ampere Sekunden pro Volt kann man auch schreiben als genau, Farad, also weil Ampere mal Sekunde sind Coulomb und Coulomb pro Volt, Ladung pro Spannung ist Farad, also hier kommt Farad raus am Ende. So, na gut, und jetzt muss man das noch irgendwie rechnen. Also das sind ja 314 zum Quadrat. 300 zum Quadrat sind 90.000 und von 90.000 0,7. Boah, so viel kann ich nicht mehr im Kopf rechnen heute. Sind 60.000, 1 durch 60.000, weiß ich nicht, es ist mir zu. 13,84 Mikro. Also irgendwie sowas in dem Dreh. 13,84, muss ich hier nochmal ein bisschen schummeln. Also 13,8 reicht wahrscheinlich jetzt hin als Genauigkeit. 13,8 Mikrofarad. So, und ich meine, das wiederum ist auch schon ein relativ großer Kondensator, aber ist jetzt nicht übermäßig groß. Also eine Spule zu bauen mit den 0,7 irgendwas Henry da, das ist schon ganz ordentlich, das ist schon ganz schön krass. So, jetzt haben wir ein C. Jetzt können wir das natürlich, wie gesagt, hier in diese Gleichung hier einsetzen und können R ausrechnen. Das mache ich jetzt vielleicht mal hier unten auf dem restlichen Teil. Na, also die Gleichung einfach nach R umstellen. Dann steht da, R ist 1 durch Q mal Wurzel LC. So, und jetzt können wir es als einsetzen. Also Q waren 65. L waren diese 0,732 Henry. Henry sind Voltsekunden pro Ampere. Und hier hatten wir die 13,8 Mikrofarad und Farad waren Ampere Sekunden pro Volt. So, und dann kürzen sich Sekunde gegen Sekunde, bleiben Voltquadrat durch Amperequadrat über. Wenn ich davon die Wurzel ziehe, kriege ich Volt pro Ampere. Volt pro Ampere sind Ohm. Das ist schon mal gut. So, und jetzt muss man das noch einfach irgendwie ausrechnen. Also ...0,7 durch 13,8 Mikro, boah, macht irgendwie wieder die, weiß nicht, 60.000, 90.000 oder was ich da vorher hatte. Ne, ein bisschen weniger, 50.000, keine Ahnung. Von denen die Wurzel macht ein paar hundert und ein paar hundert durch 65 macht 5 oder sowas, keine Ahnung. Was kommt da raus? 3,54 Ohm. So, und damit haben wir das jetzt schlussendlich mal geschafft, R, L und C zu bestimmen. Also das, was wir hier gemacht haben, war ein bisschen unnötig vielleicht. Man hätte schlauer das machen können, indem man sagt, wir vernachlässigen hier direkt, wie besprochen, dieses R. Ja? Und ich meine, der andere Vorschlag, der von Mark kam, wir nehmen die Gleichung, teilen die durch die Gleichung und wir nehmen die, was man auch machen könnte, ist die Gleichung mit der Gleichung multiplizieren. In jedem Fall würde sich dann irgendwie das L rausstreichen beim Teilen oder beim Multiplizieren würde sich, beim Teilen würde sich das C rausstreichen, beim Multiplizieren würde das L sich rausstreichen.
Das bringt auch schon ein bisschen was, aber ich habe dann immer noch zwei Unbekannte in der Gleichung. Ja, das R geht eben nicht weg davon. So, aber jetzt haben wir auf jeden Fall R, L und C bestimmt. Das ist schon mal ganz gut. Wir könnten jetzt ja mal eine Probe machen, um zu gucken, ob diese Annahme, die wir hier getroffen haben, jetzt, ob die stimmt. Ja? Also das R sind 0,357 Ohm. So, und das sind 314 1 durch Sekunde mal die 0,732. Und das macht 200 irgendwas. Und dann sind die 200 irgendwas hier, die sind eben genau 65 mal so groß wie das. Und deshalb wäre das total okay gewesen, hier am Anfang das einfach mal direkt wegzustreichen. Richtig? Hast du jetzt mal so nachgerechnet? Stimmt, ja? Okay, so. Also, ja, ein bisschen zu aufwendig. Also, wenn das jetzt, ich meine, so für eine Übung ist das ja mal ganz gut, das mal so zu machen. Also feststellen, oh, man rechnet das erstmal rigoros durch, ja, mit allen Details und Feinheiten, dann kommt irgendwas bei raus. Ich stelle mal fest, oh ja, eigentlich ist hier so ein Term 1 durch Q Quadrat, der ist super klein gegen diese 1, dann können wir den wegstreichen und dann stelle mal fest, ah ja, wir hätten auch einfach mit was viel einfacherem losrechnen können. Natürlich hätte man, wenn das jetzt eine Prüfungsaufgabe wäre, ja, hätte man einen massiven Nachteil, wenn man das hier nicht erkennt, weil dann rechnet man ja viel komplizierter als jemand, der das irgendwie sofort erkennt. Also wenn das eine Prüfungsaufgabe wäre, dann würde da vielleicht irgendwo so ein dezenter Hinweis dastehen, dass man das vielleicht mal gucken soll, ob man das an der Stelle nicht vereinfachen kann oder sowas. Dass man da erstmal geschickt die Gleichung vereinfacht, bevor man damit weiterrechnet. So, ich meine, jetzt soll man hier diesen Strom ausrechnen. Ja, das kann man jetzt machen, ja, also wir könnten jetzt, das ist aber dann wie bei der Aufgabe 155, also wir setzen Z gesamt ein, jetzt haben wir ja Werte von R, L und C, dann kommt irgendwas bei raus, es gibt auf jeden Fall, glaube ich, noch ein paar Fragen, frag mal. So, meine Frage war, warum streichen wir R aus? Ja. Hier jetzt, ja, also, weil, jetzt im Nachgang wissen wir ja R und L, ja. Also das R hier, ich nehme mal nochmal Farben. Also das R hier sind 3,54 Ohm. Und wenn ich das R Quadrat nehme, dann sind das eben 3 zum Quadrat sind 9, 3,5 zum Quadrat sind, weiß nicht, irgendwas 10,5, weiß nicht, müssen wir mal ausrechnen, ja? Also dann kommt auf jeden Fall irgendwie ein Zahlenwert bei raus. Wer kann das mal schnell durchtippen? Gibt es das gerade schon? Mach mal den Widerstand zum Quadrat. Da muss ja irgendwas 10,5 oder 11 oder sowas. 12,5 zum Beispiel. So, 12,5 Ohm Quadrat. So, wenn wir jetzt hier das Omega R uns angucken, diesen Term, also das Omega R sind 314 1 durch Sekunde und das L hier sind eben diese, wo stehen sie? Hier, 0,732 Henry, da brauche ich fast gar nicht abschreiben. So, und jetzt muss ich die beiden zusammenrechnen. Multiplizieren, dann kommt raus, dass das Omega R mal L, kannst du das nochmal rasch durchtippen? Das waren ja irgendwas so 200 irgendwas, ne? Also 0,7 mal 300 muss irgendwas 240, 200, rund 230. Und das sind auch Ohm. So, und jetzt, das heißt, wenn wir jetzt hier mal das Omega R Quadrat L Quadrat ausrechnen, die 230 Ohm einfach mal quadrieren. So, 52.900 auch Ohm Quadrat. So, und jetzt sieht man, also hier stehen 52.000 irgendwas oder 53.000 oder was auch immer und hier stehen eben nur 12. Ja?
Die 12 spielt keine Rolle. Genau. Ja. Und deshalb, und ich meine, die Begründung, dass schon vorher zu, ich meine, jetzt im Nachgang ist das so ein bisschen trivial, weil, wir haben mal Werte ausgerechnet, ja, also vorher ist die Begründung zu sagen, naja, wir haben ja diese Resonanzüberhöhung, wir haben diese Güte, wir haben hier 65 mal mehr Spannung, ja, hier haben wir 15 Kilovolt, 65 mal mehr als die Spannung hier vorn. Und hier haben wir auch 15 Kilovolt. Also hier ist die gleiche Spannung. Ne? Im Resonanzfall sind hier auch UL sind auch 15 Kilovolt und UR sind 230 Volt. Und jetzt kann man sich fragen, hey, wie kann das sein? Wie kann das einen Maschensatz ergeben? 230 Volt, 15 Kilovolt und 15 Kilovolt zusammen können ja nicht 230 Volt ergeben. Doch, können sie schon. Ja, weil an der Induktivität habe ich ja ZL ist J Omega mal L. Und an der Kapazität habe ich das, da stand ja auch irgendwo da, ZC, oh, haben wir schon wieder weggewischt. Aber ZC ist 1 durch J Omega C. So, und das heißt, also ich habe ja überall den gleichen Strom, diesen hier. Das heißt, die Spannung als komplexer Zeiger ist ein Plus J und die Spannung als komplexer Zeiger ist ein Minus J. Und das heißt, die Spannung und die Spannung, die heben sich genau gegenseitig auf. Die sind genau 180 Grad phasenverschoben, ja, sodass eben die Spannung von der Quelle wirklich über diesen Widerstand abfällt. Aber die Spannung ist vom Betrag her 65 mal größer als die Spannung. Die Spannung ist vom Betrag her 65 mal größer als die Spannung. Die Spannung ist sozusagen, die eilt vor, die Spannung eilt nach gegenüber der Quellspannung. So, und jetzt hier unten machen wir nichts anderes als den Kondensator kurzschließen. Wenn ich den Kondensator kurzschließe, dann ist die Spannung weg. Aber die Spannung ist immer noch 65 mal so groß wie die Spannung. Also das heißt, das, was hier unten, ja, das kann ich ja auch hinschreiben. Ne? Also das R sind eben 3,54 Ohm. Und der Blindwiderstand, das Omega L, sind eben diese 230 Ohm. Oder roundabout. Also dass das jetzt auch genau 230 sind, ist, glaube ich, irgendwie Zufall. Aber das Omega L hier ist einfach viel größer als das. Und deshalb kann ich den Widerstand hier praktisch vernachlässigen. Und dann wird die Formel hier eben viel einfacher, weil ich da nicht mehr diese Wurzel habe und die ganzen Quadrate und sowas, sondern einfach nur UN durch Omega L. Induktivität da ist, ja. Ich verstehe die Frage nicht so ganz. Also wenn wir einen Maschensatz, wir haben ja im Prinzip, hier haben wir ja mal einen Maschensatz aufgestellt. Ich meine, hier steckt ja sowas wie die Gesamtimpedanz drin, die sich aus dem Maschensatz ergibt. Und ich meine, wenn ich jetzt, im Prinzip kann ich jetzt genau das Gleiche sagen, beim Maschensatz aufstellen, ja. Also ich habe ja hier eine Spannung über der Induktivität und eine Spannung über den Widerstand. Und was wir jetzt ja im Prinzip gemacht haben, ist zu sagen, die Spannung hier über den Widerstand, wenn der Widerstand viel kleiner ist als der Blindwiderstand dieser Induktivität und wir vernachlässigen diesen Widerstand, dann sagen wir im Prinzip, dass die Spannung über den Widerstand, dass das UR hier näherungsweise 0 ist, praktisch 0 ist. Ja, und dann ist der Maschensatz ist einfach die gesamte Netzspannung oder Nennspannung fällt jetzt über der Induktivität ab. Und den Strom rechnen wir dann eben aus als UN durch eigentlich nur noch das ZL und nicht das ZR. Ja, also auch wenn man da mit dem Maschensatz anfängt, passiert genau das Gleiche. Wenn,
Wenn die Impedanz hier viel kleiner ist als die Impedanz, dann ist die Spannung hier auch viel kleiner als die Spannung und dann setzen wir die Spannung einfach zu Null und dann taucht die in dem Maschensatz gar nicht mehr auf. Klärt das die Frage so in etwa? Ja, aber unsere U1 ist gleich 230 Volt. Genau. Und unsere Spannung über... Genau, ja, okay, jetzt verstehe ich die Frage, genau. Also die Spannung hier, die ist jetzt natürlich nicht mehr 15 Kilovolt, sondern die ist jetzt viel kleiner. Ja, aber, also was heißt viel kleiner? Die ist jetzt auch 230 Volt, aber das Verhältnis von den beiden Spannungen, also hier die Spannung ist 65 mal so groß wie die Spannung. Die Spannung ist immer noch 65 mal so groß wie die Spannung, aber ja, weil die sich hier nicht mehr kompensieren können und so, also hier oben kompensieren sie sich, hier unten kompensieren sie sich nicht mehr. Also hier wird der Strom viel, viel, viel kleiner. Wir können ja mal, also wenn wir jetzt mal den Strom hier ausrechnen, da vielleicht sollten wir das mal tatsächlich nochmal machen. Ich glaube, dann wird das noch ein bisschen klarer. Wenn wir jetzt mal bei Teil B hier noch diesen Strom ausrechnen und dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo Teil C hingemogelt bekommen. Dafür muss ich bestimmt mal noch ein bisschen was wegwischen. Also Teil B. Wir rechnen mal diesen Strom aus. IR ist UN durch Z gesamt. So, wenn man jetzt mal das Z gesamt ausrechnet im Resonanzfall, was passiert dann? Das ist doch eigentlich nur R. Es bleibt nur das R über. Ja, weil, naja, da steht ja ein plus J Omega L und ein 1 durch J ist minus J, ein minus J 1 durch Omega C. Und wenn diese Frequenz genau hier unserer Resonanzfrequenz entspricht, Resonanzkreisfrequenz, also ohne dem 2π, dann ist betragsmäßig der Teil genauso groß wie der Teil und dann heben die sich gegenseitig auf, sodass da im Resonanzfall einfach nur R überbleibt, UN durch R. So. Und dann können wir einsetzen, 230 Volt geteilt durch unsere 3,54 Ohm. Und Ohm sind Volt pro Ampere, dann kürzen sich die Volt weg. Es bleiben Ampere über, sollte ja für so einen Strom auch so sein. Und 230 durch 3,5 kommt wieder irgendwas, ein paar 60 oder irgendwas zwischen 60 und 70 oder so raus. Wenn ich das jetzt mal so im Kopf überschlage. 65. Also da kommt durch Zufall auch wieder irgendwie so ein ähnlicher Zahlenwert wie hier raus. 65 Ampere. No, und das ist das, was ich meinte. Also hier unten fließt jetzt viel weniger Strom. Ja, es ist die gleiche Quelle. Es ist der gleiche Widerstand. Es ist die gleiche Induktivität. Und wir haben die Kapazität sogar kurz geschlossen. Ja, wir haben eigentlich was aus dem Stromkreis weggenommen. Trotzdem fließt viel weniger Strom. Jetzt bringe ich noch ein zusätzliches Element in den Stromkreis rein. Ja, ich mache eigentlich irgendwie zusätzliche Impedanz dazu. Trotzdem fließt auf einmal hier mehr Strom, weil hier fließen jetzt 65 Ampere. So, klingt erstmal, wenn man so in Erstsemesterlogik denkt und sowas. Naja, also ich meine, man könnte jetzt ausrechnen, was für eine Verlustleistung wir in dem Widerstand haben. Das haben wir vorhin mal gemacht. Ne? I Quadrat mal R, das ist schon ganz ordentlich, weil 65 Ampere zum Quadrat. Das ist komisch. Genau, da kommt dann schon eine große Leistung raus. Also die Quelle, die muss natürlich auch schon irgendwie die ganze Zeit diesen Strom dann treiben, weil die muss ja die Verluste in dem Widerstand ausgleichen. Aber wir haben eben trotzdem noch viel, viel, viel mehr Energie gespeichert in der Induktivität und viel, viel, viel mehr Energie gespeichert in der Kapazität. Jetzt regnet es wieder draußen, genau wie am Mittwoch. Und also das muss auch eine bombastisch große Spule sein, ja? Also diese große Induktivität, die wir ausgerechnet haben, und die, also wo...
die muss ich jetzt aus einem Draht wickeln, wo auch durch den Draht 65 Ampere durchfließen können. Ja, also das wird nachher wie wenn ich so ein MRT baue, so ein Klopper. Und genauso muss ich ja auch einen Kondensator haben, der diese nicht ganz so kleine Kapazität hat und der auch irgendwie 15 Kilovolt Spannung vertragen kann. Ich kann jetzt auch nur so ein bisschen spekulieren, was jetzt irgendwie so ein Anwendungsfall einer solchen Schaltung wäre. Aber eben wahrscheinlich irgendwas irgendwas Leistungselektrisches, wo man im Prinzip aus wenig Spannung viel Spannung machen will mit so einem Resonanzprinzip. Ich meine, aus wenig Spannung viel Spannung machen kann ich auch mit einem Transformator. Dafür brauche ich jetzt eigentlich keinen Resonanzkreis. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ne, wir machen aus wenig Spannung viel Spannung und wir haben zwei Elemente, in denen jeweils irgendwie ziemlich viel Energie gespeichert ist. Und was auf so einem resonanten Prinzip funktioniert. Ja, und wie gesagt, das klingt so, also boah, ich habe einen Widerstand, Induktivität, Kapazität, jetzt fließen in Resonanz 65 Ampere und jetzt schließe ich was kurz und jetzt wird es auf einmal viel weniger Strom. Ja, also bei Widerständen wäre das ganz anders. Ich würde was kurz schließen, würde mehr Strom bekommen. Hier kriege ich weniger Strom, weil die sich hier gegenseitig aufheben können. So, und deshalb ist eben auch so, naja, hier habe ich die 230 Volt, aber eben bei 65 Ampere, hier habe ich nur 1 Ampere und deswegen habe ich hier eben viel, viel, viel weniger Spannung. Aber die Spannung ist eben immer noch 65 mal so groß wie die hier. Und deswegen kann ich den Widerstand vernachlässigen. Ja, und ich meine hier oben... Genau, es sind keine 50 Kilovolt mehr. Also hier die Spannung, ne, wenn wir das exakt ausrechnen würden... Kann man jetzt ja im Prinzip machen. 1 Ampere mal 3, irgendwas, ich nehme mal eine andere Farbe. Also 1 Ampere mal, also hier im Prinzip sind das jetzt mal so roundabout 3,5 Volt. Ja, und hier haben wir eben 1 Ampere mal diese 230. Das sind im Prinzip roundabout als Spannung hier ungefähr J, nicht Minus, sondern nur J, 230 Volt. Ja, die ist so 65 mal so groß wie die und weil die eben 65 mal kleiner ist, streichen wir die weg. Das ist das, was hier passiert. So weit, so klar? So, dann... Weil es regnet, möchte ja sowieso noch keiner nach Hause gehen. Können wir jetzt noch über diesen Aufgabenteil mit der Verstimmung kurz nachdenken? Und dafür bräuchten wir auf jeden Fall erstmal eine Formel für die Verstimmung. Und ich muss da mal irgendwo ein bisschen was wegstreichen und das werde ich... am besten hier oben machen, weil ich glaube, hier ist am wenigsten da von dem, was wir noch brauchen. Genau, also da gibt es so eine Formel für, die Verstimmung ist so ein Maß für, wie weit bin ich von der Resonanzfrequenz entfernt und die Verstimmung ist einheitenlos oder ist dimensionslos. Meistens gibt man die eben so wie hier in Prozent an. Und die Formel für die Verstimmung, da steckt sowas drin. Also ich schreibe mal vielleicht kurz hin, Verstimmung. In der Formel für diese Verstimmung steckt sowas drin wie Omega durch Omega R minus Omega R durch Omega. Und die Frage ist jetzt, wo steht das Omega R und wo steht das Omega? Das kann ich mir nicht merken. Hier steht das Omega R oben und dann muss hier das Omega R unten stehen, sonst macht es ja keinen Sinn. So, ist das, hast du das jetzt aber geraten oder hast du das im Skript nachgeguckt? Kann das mal jemand kurz googeln oder besser nicht ChatGPT fragen? Aber jetzt gibt es ChatGPT oben. Ja, das stimmt.
Wie heißt das? Omni, ja? Nicht Omega, sondern Omni, das 4-4-O, ja. Aber meines Erachtens, also ich habe das jetzt schon die Woche, ich meine, wir haben es ja am Mittwoch probiert in der Vorlesung, da hat es ein bisschen fabuliert und ich habe es am Mittwoch auch in der EMV-Übung probiert. Also im Rechnen ist es immer noch nicht gut. So, jetzt haben wir irgendwie eine... genau, also vorne muss im ersten Term muss das Omega R unten stehen. Es ist genau andersrum. Wie so oft. Und das ist das, was ich meine. Ich kann es mir auch nicht merken. Dafür brauche ich diese Formel zu selten. So, also hier oben steht ein Omega. Hier steht das Omega R minus Omega R durch Omega. Ne? Und weil Frequenz durch Frequenz minus Frequenz durch Frequenz, das ist was Einheitenloses. So, und das soll jetzt eben 2% sein. Und jetzt ist die große und spannende Frage, wie groß ist dann jetzt diese Kreisfrequenz? Und wenn wir die Kreisfrequenz haben, dann können wir die natürlich hier irgendwie sowas wie so einen Spannungsteiler einsetzen, um es zu machen. Auf jeden Fall müssen wir es jetzt mal in Richtung der Frequenz umstellen. So, wie machen wir das? Genau, also ich würde, so wie vorhin, die gesuchte Größe des Omega steht hier auch im Nenner eines Bruches, ist immer keine schlechte Idee, erstmal mit dem Omega zu erweitern, zu multiplizieren. So, dann steht da V mal Omega hier vorne, hier steht ein Omega Quadrat durch Omega R und hinten steht dann einfach minus ein Omega R. So. Und dann sieht man schon, vielleicht hat man es vorher schon gesehen, worauf das hinausläuft, irgendwie auf eine quadratische Gleichung. Ja, ich könnte jetzt noch, um das gleich ein bisschen hübscher zu machen, mit dem Omega R multiplizieren, um den Bruch komplett loszuwerden. Das mache ich mal noch, jetzt gleich so live, dann kommt hier ein Omega Quadrat hin und hier kommt nochmal ein Omega R dazu. Und dann, ja, weiß nicht, also stelle ich das vielleicht so um, dass das da irgendwie zu Null steht. Also mache ich das hier auf der Seite weg, schreibe hier eine Null hin und subtrahiere das hinten noch dran, V mal Omega R. So, naja gut, und ich meine, unsere Größe, die wir jetzt suchen, ist ja das Omega. Also das ist unser quadratischer Term, das ist der absolute Term, das ist sozusagen der proportionale, der lineare Term. So, also kriegen wir zwei Lösungen raus. Omega 1, 2, ne, die berühmte Lösungsformel, minus p halbe plus minus die Wurzel aus p Quadrat Viertel minus q. So, und das, der Teil hier, das ist das q und dieser Teil hier, das ist das P. So, also steht da minus P halbe. Minus und Minus macht ein Plus. Dann steht da V mal Omega R halbe. So, dann haben wir Plus, Minus eine Wurzel. Und in der Wurzel steht dann eben V Quadrat Omega R Quadrat durch 4 und minus Q minus minus macht wieder plus plus Omega R Quadrat. So, und jetzt kann man das einfach alles einsetzen. Ja, also 2% schreibt man besser als 0,02. Und setzt das ein und rechnet das aus. Und da müssen dann zwei Lösungen bei rauskommen. Ein Omega 1 in 1 durch Sekunde und ein Omega 2 in irgendwie 1 durch Sekunde.
Und die müssten natürlich irgendwie in der Nähe von den 314 1 durch Sekunde liegen, also von unseren 50 Hertz hier, weil das entspricht ja einem Omega von 314 1 durch Sekunde. Ich weiß nicht, ob das hier noch irgendwo anders auf der, hier steht es ja noch auf der Tafel. Ne? So, also irgendwo so da in der Nähe sollte es liegen. Und ich würde jetzt erwarten, also ich kann mir immer die Interpretation dieser Formel nicht so richtig merken, aber dass da sollte jetzt eine definierte Lösung rauskommen. Unsere quadratische Gleichung gibt uns natürlich trotzdem zwei Lösungen raus, erstmal mathematisch. Und eine davon ist jetzt nicht sinnvoll, weil eine Lösung sollte einfach negativ sein. Also ich erwarte, dass der Teil hier hinten irgendwie größer ist als der Teil hier vorn und dass dann einmal sozusagen so eine negative Frequenz rauskommt. Und negative Frequenz macht jetzt zumindest so, wie wir das betrachten, ist sie nicht so wahnsinnig sinnvoll. Und deswegen sollte dann einfach nichts passieren. So, hat schon mal irgendjemand irgendwas anzubieten? Also, wenn das V 2% sind durch 2, macht das natürlich 1%. 1% von Omega R macht 3,14. Ne? Also das hier macht 3,14 1 durch Sekunde. So, und hier habe ich jetzt zum Quadrat 3,14 zum Quadrat plus 314 zum Quadrat. Ich meine, da gewinnen natürlich die 314. Also so roundabout für mich, wenn ich das jetzt im Kopf rechnen würde, sind das hinten wieder 314 zum Quadrat, davon die Wurzel macht 314 und 314 minus 3,14. Also meine Verstimmung von 2% heißt, ich bin sozusagen bei, wenn ich das jetzt plus rechne, also dann bin ich bei 101% meiner Resonanzfrequenz und das heißt, da sollten 314 plus 3 macht 317, 317 ist ja die Frage, also 317 schlage ich jetzt mal vor, im Kopf gerechnet. So, hat das jetzt schon mal in der Zwischenzeit irgendjemand geschafft, mal einen Taschenrechner einzutippen? Ja, und ich meine, bei dem anderen wäre das dann eben minus die Frequenz plus das, also das müssten dann minus 200, minus 311 sein, ne? Minus 311 ungefähr oder 312, irgendwas, ich schreibe mal, oder 310, ich schreibe mal roundabout minus 311, so ungefähr. Das ist jetzt das, was ich im Kopf gerechnet habe. So, hat jemand jetzt mittlerweile was Genaueres im Taschenrechner ausgerechnet? Habt ihr schon mal Wurzeln und quadratische Gleichung mit eurem Taschenrechner ausgerechnet? Es dauert ein bisschen. 317,16, ja. Da lag ich ja jetzt mit meiner Kopfrechnung gar nicht so weit weg. So, 317,16. Und ich meine, die andere können wir, die ist negativ, die ist physikalisch nicht sinnvoll, die können wir wegschreiben. Also, das ist jetzt the way to go, ja. So, und ich meine, jetzt müssen wir mit der irgendwie UC ausrechnen. So, jetzt die große und letzte und spannende Frage, wie rechnen wir jetzt UC aus? In dieser Schaltung, das werden jetzt ja nicht mehr 15 Kilovolt sein, sondern wir müssen das jetzt neu ausrechnen, weil das war jetzt ja genau für die Resonanzfrequenz. Aber wie können wir UC ausrechnen? OM durch OC mal R plus JWL plus 1.
Genau, also wir können sagen, wir nehmen Spannungsteiler. Spannungsteiler und sagen UC durch UN. Die Teilspannung durch die Gesamtspannung ist ZC, die Teilimpedanz durch die Gesamtimpedanz. Ja, so. Und ich meine, dafür müssten wir jetzt rechnen. Ich nehme mal andere Farbe, den kann ich ein bisschen drüber clearen. Also dafür müssten wir jetzt rechnen. Prinzip interessieren uns ja hier auch nur die Beträge. Ne? Also kann ich hier oben hinschreiben 1 durch Omega C. Und das Omega ist jetzt hier das Omega 1. Ja? Das, was wir gerade ausgerechnet haben. So, und hier unten kann ich schreiben R Quadrat plus Omega L minus 1 durch Omega C Quadrat und davon die Wurzel. Teilimpedanz durch Gesamtimpedanz, die Frequenz hinten ist jetzt auch das Omega 1. Das sind jetzt nicht 314, sondern 317. Bei 314 war das genauso groß wie das. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das ist jetzt nicht mehr 314, das ist nicht mehr 314, das ist 317. Das heißt, das ist ein bisschen größer, weil es ja größer, 1 durch was Größeres ergibt ein bisschen was Kleineres, das ist ein bisschen kleiner. Also die, vorher war diese Klammer genau 0, jetzt ist die nicht mehr 0. So, und also das kriege ich jetzt, das muss jetzt auch irgendjemand mal irgendwie im Taschenrechner ausrechnen. Also das ist jetzt relativ, relativ schwierig, das im Kopf auszurechnen. Also ich habe in Erinnerung ein Ergebnis, was hier rauskommt. Aber ich weiß nicht, wie gut meine Erinnerung ist oder inwieweit sie mich täuscht. Deswegen würde ich mal warten, ob vielleicht irgendjemand in absehbarer Zeit irgendwas anbieten kann. Aber es sollte schon auf jeden Fall deutlich von den 15 Kilovolt abweichen. Du guckst noch sehr kritisch. Nach dem C. Ach so, das C steht, es kann sein, dass ich das C abgewischt habe, weil das C hier oben irgendwo stand. Das C waren 3, hier stand das, das C waren 13,8 Mikrofarad. Ja, stimmt, das ist ein ganz guter Hinweis, das kann ich nochmal hier oben jetzt mit hinschreiben. 13,8 Mikrofarad, das es musste mittlerweile was anderem weichen. Ja, und ich meine, das ist jetzt auch wieder so, ne, wenn man jetzt einen Taschenrechner hat, der zumindest, wo man ein paar Werte drin speichern kann, dann kann man das vielleicht relativ schnell durchtippen. Wenn man MATLAB hat oder Octave oder Python oder so, dann kann man das jetzt ja einfach reinhacken und das sehr schnell ausrechnen. Und ja, also ne, hier steht was immer noch relativ großes, weil wenn man sagt, ne, diese Impedanz hier, vorher war die eben 65 mal so groß wie das, jetzt ist die immer noch, weiß ich, 64,5 mal so groß oder sowas wie das. Ja, also das ist ja nur ein ganz bisschen größer geworden, die Frequenz, dann ist jetzt das ein ganz bisschen kleiner geworden. Es ist eigentlich wie vorher in dem Resonanzfall, aber das hier wird eben nicht mehr null. Das ist so der entscheidende Punkt. Vorher war das ja einfach 0 und jetzt ist das nicht mehr 0. So, und deswegen sollte jetzt für diese Spannung über der Kapazität oder für dieses Verhältnis, ja, also vielleicht können wir das jetzt auch uns noch irgendwie so drauf einigen. Also hier kommt jetzt irgendwas bei raus und eigentlich interessiert uns ja das UC. Wie groß ist das UC? Du hast was ausgerechnet? Du hast den Teil, der in Klammern steht. Ja, und ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, dann sag mal was. 1400, also 1400 Ohm Quadrat. Das kann schon sein. So, warte mal, wenn wir jetzt, ja, wenn wir das R, also mir kommt das jetzt ein bisschen viel vor. Ich mache mal ein Fragezeichen hinter.
Kommt mir fast ein bisschen viel vor, weil ich meine, das R hier, das sind ja auch nur 12, ich glaube nicht, dass das um so stark abnimmt. Also das müsste immer noch was sein, was irgendwie so im Vergleich zu dem R ist. Also weiß nicht, vielleicht 14 erscheint mir realistischer. Was habt ihr Schönes anzubieten? Ja, 46,3, das klingt mir plausibel. So, und das heißt, unsere Spannung UC ist jetzt 46,3 mal so groß wie UN. Also müssen wir 46,3 rechnen mal 230. Und was kommt denn Schönes bei raus? Circa 10,6 Kilovolt. Ich habe noch ein bisschen anderen Wert. Ich hatte irgendwas mit 9 Kilovolt im Kopf, aber 10,6 kann auch sehr gut sein. Ja? So, und das heißt, das ist jetzt schon deutlich, deutlich weniger geworden. Ja, also wir sind mit der Frequenz nur so ein ganz bisschen daneben. Ja, es sind jetzt nicht mehr 314 Volt, sondern so. Und jetzt ist aber die Spannung ist auf einmal schon deutlich, deutlich weniger. So, und woran liegt das? Naja, weil das so ein Resonanzkreis ist, ne? Und weil der eben eine scharfe Güte hat. Oder weil der eine hohe Güte hat, hat der eine scharfe Resonanzkurve mit einer schmalen Bandbreite. Und wenn ich ja nur ein ganz bisschen von der Resonanzfrequenz abweiche, also ne, wenn ein guter Strom ist, wie meine Tante gesagt hat, ne, wir haben ein bisschen schnellere Frequenz oder heute schlechter Strom, wir haben niedrigere Frequenz, dann funktioniert die Schaltung nicht mehr so gut. Weil die Schaltung eben präzise auf die Frequenz des Dings getrimmt ist. Und das heißt, eigentlich müsste denn irgendwo jemand stehen mit einem einstellbaren Kondensator und ein bisschen nachdrehen oder nachjustieren, die Resonanzfrequenz nachführen zu dem, was gerade aktuell an Netzfrequenz ist. Das ist so ein bisschen das Problem an so resonanten Schaltungen. Und das ist zum Beispiel, wenn man jetzt ein Elektroauto hat, ja, muss man das natürlich mal irgendwie nachladen. Und jetzt gibt es ja Ladestecker, irgendwo eine Ladesteckdose, nimmt so einen Ladestecker, Stecker an das Auto oder irgendwie an die Steckdose, lädt das Auto über ein Kabel auf. Kann man machen, funktioniert super gut, aber ist natürlich immer, muss man immer stecken. So, und jetzt gibt es ja auch so induktives Laden. Man fährt über irgendeine Platte, da ist eine Spule im Boden, die Spule macht ein Magnetfeld, es ist in dem Auto eine Spule, die empfängt das Magnetfeld. Und damit man da eine Übertragung von hohen Leistungen mit einem guten Wirkungsgrad hinbekommt, ohne viel Streufeld und so, macht man das auch meistens auf so einem resonanten Prinzip. Also da sind wie so zwei gekoppelte Resonanzkreise und da wird eben Energie von dem einen Resonanzkreis zum anderen übertragen. Ja, und damit das dann gut funktioniert, muss das auch bei Resonanzfrequenz irgendwie stattfinden. Und da hat man dann bei so induktivem Laden von einem Elektrofahrzeug genau die gleichen Probleme, ja, wie hier. Ich weiche nur ein ganz bisschen von der Frequenz ab und dann wird das auch immer deutlich schlechter, was da passiert. Aber hier, ich weiß nicht, hat das mal jemand jetzt im Übungsheft nachgeguckt, ob das auch wirklich der Ergebniskontrolle entspricht? Nee, hat noch... Genau, also ich habe nämlich auch irgendwas mit 9, ich mache mal hier ein Fragezeichen dran, das wäre nochmal nachzurechnen. Also hier kann man sich natürlich mal schnell irgendwo vertippen an irgendeiner Stelle und wenn, weiß nicht, vielleicht auch... Also was auch schon sein könnte, wenn wir jetzt mit 314 gerechnet haben und nicht mit 314,15, dann kleiner Fehler, großes Ergebnis, weil macht da einen ziemlich großen Unterschied. So, dann würde ich sagen, sind wir für heute fertig. Bis nächste Woche.